Ja, da sind wir zurück in unserem wunderschönen Studio der DICOM24. Und ja, wir sind noch so ein, zwei Minuten vor der Zeit tatsächlich und freuen uns natürlich jetzt auf einen tollen Vortrag. Es gab auch schon einige Meldungen über die Plattform. Da kann man sich mittlerweile wunderbar vernetzen. Da sind knapp 360 Personen, die man heute hier kontaktieren kann, die man im Networking findet. Und das ist natürlich sehr schön, weil Sie dann direkt einen Chat anstoßen können, mit dem Sie dann auch weiter, auch nach der Veranstaltung, natürlich mit den Menschen, die Sie heute kontaktieren, im Gespräch bleiben können. Und das ist auch ein bisschen unser Anspruch. Wir wollen ein bisschen Zuversicht versprühen, wir wollen ein bisschen Optimismus versprühen, denn die negativen Meldungen sind doch an der einen oder anderen Stelle ja doch relativ viel geworden in den letzten Tagen. Und ich freue mich jetzt. Jetzt 10:30 Uhr pünktlich sozusagen Andy Berg in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Er ist Leiter der Personalentwicklung der Stadt Solingen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, weil er auch in Darmstadt einmal tätig war und haben dort auch eine ganz nette Verbindung aufgebaut. Und er ist zudem auch Dozent zum Thema strategische Personalentwicklung. Ein super spannendes Thema und ich begrüße erstmal Andy Berg in dieser Runde. Willkommen und schön, dass du da bist. Dankeschön, schön, dass ich da sein darf, gerade bei einem so spannenden Thema. Und schön, dass Sie ihr alle Interesse dafür zeigt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt los, weil die Ja, wir Spannung, die wird starten jetzt hier direkt schon. los. Ich würde dich jetzt einfach hier auch mal in den Spot setzen. Du hast jetzt auch schon dein ja, Bildschirmfreigabe erteilt. Vielleicht haben wir am Ende noch ein paar Minuten Zeit, auch ein bisschen was zu diskutieren. Im Übrigen haben wir natürlich für Sie den Chat freigeschaltet. Ich schreibe da gleich auch mal was rein und da können Sie natürlich hier Fragen stellen und ja, das eine oder andere, was Ihnen durch den Kopf geht, einfach reinschreiben. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. Wir wollen möglichst einen wunderbaren Dialog mit Ihnen anstoßen. Andy, man sagt so schön, die Bühne gehört dir. Ein Blick in die Glaskugel der künstlichen Intelligenz in der Personalentwicklung. Los geht's. Super, Dankeschön für die tolle Überleitung. Ja, ich habe den Titel ganz bewusst auch mit dem Untertitel versehen, Ein Blick in die Glaskugel, weil ich das so spannend finde. Michael sagte es gerade, ich bin nebenbei auch noch als Dozent an verschiedenen Universitäten auch zu dem Thema hier aktiv. Und ich habe mit einer Studiengruppe vor einem Jahr einen Blick in die Glaskugel geworfen im Rahmen vom Modul Strategische Personalentwicklung. Und wir haben einfach mal in einem Workshop niedergeschrieben, wie steht die Technologie heute, ne? Also gerade so ChatGPT und viele andere Softwareanwendungen mit Bezug KI und Personalentwicklung. Und was glauben wir, wie wird sie in einem Jahr schon aussehen? Und jetzt vor nicht langer Zeit, vor 3, 4 Wochen, haben wir uns wieder getroffen und haben mal geschaut, was haben wir vor einem Jahr aufgeschrieben und wie sieht jetzt tatsächlich die Welt aus? Und keiner von uns hatte es im Prinzip getroffen. Manche lagen echt viel, viel höher. Also die dachten, die technologische Entwicklung wäre schon deutlich schneller. Aber der Großteil dachte nicht, dass man sich auf dem Markt so schnell entwickeln kann und dass das Thema KI so viel Fahrt aufnimmt, wie es einfach schon getan hat. Und das ist das Bewundernswerte an diesem Thema, was ich Ihnen auch gleich mitgeben möchte. Was wir uns jetzt hier heute anschauen, das kann schon in einem Monat, in 2 Monaten wieder ganz anders aussehen, weil sich diese Welt einfach so viel rasanter entwickelt, als wir es manchmal in der Wahrnehmung haben, dass es manchmal schön ist, dass Dinge auch schneller möglich werden. Auf der anderen Seite auch manchmal schade und schon fast erschreckend mit der Frage versehen ist, wie können wir da eigentlich noch mithalten? Und da möchte ich Ihnen heute hier ein, zwei Impulse geben. Zu meiner Person will ich gar nicht viel sagen. Ich wurde schon vorgestellt. Falls Sie im Nachgang die Aufzeichnung ansehen wollen, können Sie hier den QR-Code scannen, wenn Sie nochmal mit mir in den Austausch kommen wollen. Der führt Sie zu meinem LinkedIn-Profil. Also wenn Sie auch im Nachgang Fragen haben oder einfach mal reden wollen und ein bisschen quatschen wollen oder wir gemeinsam auch mal sehen wollen, wie wird sich in einem Jahr die Welt verändert haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf. Ja? Die Frage, die ich am Anfang immer ganz wichtig finde bei diesem Thema ist, warum sollten wir uns denn eigentlich damit befassen? Unsere Zeit ist endlich, ne, also auch über den Tag hinweg gesehen. Warum sollten wir Zeit investieren, um uns hier genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Erstens, damit ich einfach nicht arbeitslos werde. Ich bin Personalentwickler, ich lebe auch irgendwie von Problemen, die wir haben. Und zum anderen darf ich auch bei so tollen Veranstaltungen wie hier dabei sein. Würden Sie sich also nicht damit befassen, wäre es nicht interessant, dann hätte ich nichts mehr zu tun. Das wäre blöd.
Aber davon abgesehen gibt es natürlich auch etwas offensichtlichere Punkte. Zum einen erleben wir einfach auf dem Arbeitsmarkt eine zunehmende Automatisierung. Der Arbeitsmarkt verändert sich von seinen Anforderungen. Welche Qualifikationen werden an heutige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestellt? Welche Berufsbilder gibt es heutzutage eigentlich noch? Wie haben die sich im Einzelnen verändert? Was wird heute von Maschinen, von digitalen Lösungen bis hin zu künstlicher Intelligenz ermöglicht? Was noch nicht? Da ist eine unglaublich große Dynamik drin. Damit verbunden ist auch eine Transformation der Arbeitsaufgabe. Das heißt, die Stellen, die wir vor 5, 6, 7 Jahren ausgeschrieben haben, die hatten noch ein ganz anderes Kompetenzprofil als die Stellen, die wir heute ausschreiben. Und die Stellen, die wir in 5, 6, 7 Jahren ausschreiben, werden sich ebenfalls wieder verändert haben. Ne? Einfach, weil wir durch künstliche Intelligenz ganz, ganz viele Möglichkeiten hinzugewonnen haben, die wir natürlich auch unseren Beschäftigten irgendwo vermitteln müssen. Das bedeutet, wir müssen uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie kriegen wir denn unsere Beschäftigten hin zu diesem KI-Thema? Wie kriegen wir unsere Organisation fit für das Thema künstliche Intelligenz? Und wie können wir uns hier im Sinne des Wettbewerbs so aufstellen, dass wir in der Zukunft überhaupt noch leistungsfähig sind? Anders gefragt, ich will auch die provokante These in den Raum stellen. Gibt es Unternehmen in 5, 6, 7 Jahren überhaupt noch auf dem Markt, die sagen, das Thema künstliche Intelligenz hat für mich keine Priorität? Ne? Und schlussendlich ist auch jetzt vor nicht langer Zeit die europäische KI-Verordnung veröffentlicht worden, die ab dem 1. Februar in Kraft tritt. Und dort gibt es einen schönen Artikel 4, der auch einfach schlichtweg Arbeitgeber dazu verpflichtet, sich Gedanken zu machen, wie man in der Personalentwicklung die Beschäftigten für künstliche Intelligenz fit macht, sofern der Arbeitgeber selber irgendwo künstliche Intelligenz nutzt. Das heißt, wir werden hier auch schon allein von Gesetzgeberseite schon dahin gezwungen, will man fast sagen, wobei ich es als freudigen Zwang empfinde, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Personalentwicklung anders oder neu ausrichten können, um mit diesen veränderten Rahmenbedingungen besser zurechtzukommen. Falls Sie es übrigens noch nicht wussten, 1.2., ab da müssten Sie sich spätestens anfangen, Gedanken zu machen, sofern Sie irgendwo in Ihrem Betrieb jetzt schon künstliche Intelligenz nutzen. Es gibt aber natürlich auch noch konkretere Beispiele, also nicht so auf einer metaphorischen Ebene, sondern wenn wir uns jetzt mal hier diese zwei Berufsbilder anschauen, links in der Medienproduktion, das heißt also Filmdreh beispielsweise, na, wie werden heute Filme und Serien gedreht, wie werden heute Imagefilme für Behörden, für Unternehmen gedreht, wie wird heute irgendein Videomaterial gedreht? Und auf der rechten Seite im Grafikdesign, im fotografischen Bereich, na, wer macht heute noch Bilder? Wie werden die im Nachgang bearbeitet? Wenn wir uns diese zwei Berufe mal anschauen, stellt sich die Frage zum einen, gibt es diesen Beruf überhaupt in der Zukunft noch? Na, und falls ja, wie wird sich das Berufsbild verändert haben? Und das finde ich ganz, ganz spannend. Wir haben bei der Stadt Solingen eine eigene Medienabteilung, wir bilden also auch jedes Jahr Mediengestalter aus. Und wir sehen auch hier schon im akademischen Bereich, im Ausbildungsbereich hat sich hier unglaublich viel allein in den letzten 3 Jahren getan. Das heißt, die Dualstudierenden im Bereich Mediendesign, die wir vor 3 Jahren eingestellt hatten, die hatten per Universität noch ein ganz anderes Curriculum als diejenigen, die wir jetzt dieses Jahr zum 1.8. bzw. 1.9. eingestellt haben. Und das zeigt auch schon die unglaublich große Dynamik, was dahinter steht. Ne? Kleines Beispiel. OpenAI, also die Firma, die hinter ChatGPT steht, entwickelt gerade hier auch eine KI-Lösung für die Generierung von Videomaterial. Und es gibt eine große Filmbranche auch in den USA. Und da haben einzelne Firmen jetzt schon gesagt, sie stoppen ihre Baupläne für neue Filmstudios, weil sie abwarten wollen, wie das Thema künstliche Intelligenz jetzt noch vorangetrieben wird, mit der Frage, gibt es denn überhaupt in der Zukunft noch Menschen, die klassische Herr der Ringe-Filme und sonstiges drehen? Oder macht das alles die KI? Und falls es eine KI macht, was bedeutet das für die Menschen, die hinter dem PC sitzen? Also die sozusagen, ne, sagen, wie soll der Film aussehen? Was will ich jetzt für bestimmte Szenen haben? Welche Bilder für Flyer brauche ich? Welche Bilder für Videomaterial brauche ich? All das muss irgendwie gewuppt werden. Und das führt uns hier zu der Überlegung, was genau müssen wir denn beachten, wenn wir uns mit dem Thema KI in der Personalentwicklung auseinandersetzen? Nun, zum einen gibt es den Faktor Mensch und wir müssen uns überlegen, wie genau können wir eigentlich das Personal, das wir haben, also sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Führungskräfte, dafür qualifizieren, zum einen KI zu nutzen in ihrem Arbeitsalltag, also dass sie das auch wirklich wollen und keine vorgelagerten Barrieren haben und zum anderen, wie können wir sie auch befähigen, das bestmöglich zu machen? Wir schauen uns also innerhalb der Personalentwicklung sowohl das Thema Verhalten als auch Kompetenzen an und zu sagen, ja, ich bin offen für diese Technologie und ich habe auch die notwendigen Skills, gut mit ihr zu arbeiten. Und das andere Themenfeld, was wir uns hier anschauen,
müssen in der Arbeitswelt, ist die Frage, wie genau können wir denn KI in der Personalentwicklung so nutzen, oder so einbinden, dass sie auch die Personalentwicklung innerhalb unseres Unternehmens, unserer Organisation vorantreibt. Wir schauen uns also an Konzeption und Organisation von Personalentwicklung vor dem Kontext künstliche Intelligenz. Beides sind Themenfelder und ich möchte auch eindringlich davor warnen, nur eins dieser Themenfelder anzuschauen, weil sie dann automatisch bei dem jeweils anderen runterrutschen. Und da möchte ich heute einfach ein, zwei Impulse auch gerne mit Ihnen hier teilen. Nämlich beginnen mit der Frage, was sind denn überhaupt mögliche Einsatzszenarien von künstlicher Intelligenz in der Personalentwicklung? Ich erlebe es in meinem Alltag häufig, dass jeder irgendwie auf dieses Trendthema setzt und sagt, ja, künstliche Intelligenz und ah, die wird jetzt alle Probleme lösen und zukünftig gibt es den Menschen gar nicht mehr, macht alles die KI, ne? Das finde ich ein bisschen zu weit gegriffen. Ich glaube auch nicht, dass es so kommen wird. Aber wenn man sich das Thema mal tiefer anschaut, erlebe ich es häufig, dass gar nicht so klar ist, wo kann künstliche Intelligenz uns denn jetzt heute schon helfen? Und der Weg, der ist ja noch gar nicht zu Ende. Und da habe ich einfach mal so mögliche Einsatzszenarien für Sie mitgebracht, ne? Auch heute ist es mit Firmen und mit Softwarelösungen, also es ist keine Zukunftsmusik, sondern sie gibt es schon auf dem Markt, möglich für die Mitarbeiter und Mitarbeiter individuelle Lernpfade zu entwickeln. Das heißt, ich selber als Personalentwickler sitze beispielsweise mit Menschen zusammen, mit Beschäftigten von der Stadt Solingen und überlege mir, wo kann man sie beruflich in der Zukunft hin entwickeln und was ist notwendig, um sie auf diesem Weg zu begleiten. Das ist heute schon teilweise je nach Softwarelösung möglich von künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir haben heute schon die Möglichkeit über einen virtuellen Avatar oder über die Auslesung von Mitarbeiterdaten, über die Prognoseberechnung etc. hinweg eine künstliche Intelligenz zu nutzen, die ganz klar sagt, Michael Mattis beispielsweise, na, der hat das Potenzial, in 5 Jahren, ich weiß nicht, Leiter Edeka Germany zu sein. Also, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, ihn dorthin zu entwickeln? Das ist heute schon möglich. Wir haben heute auch schon die Möglichkeit, künstliche Intelligenz zu nutzen, um Talente innerhalb eines Unternehmens zu identifizieren, beispielsweise auf Basis von Prognosedaten oder der Auslesung von Mitarbeiterdaten oder Kennzahlen, Systeme etc. Also quasi alles, was wir so an Daten über Beschäftigte haben, kann heute schon von der künstlichen Intelligenz genutzt werden, um sie zu matchen mit Daten, die man vom allgemeinen Arbeitsmarkt hat, von Studien, von Hochschulprognosen etc., um zu sagen, ja, der Andy Berg, der hat vielleicht Talent oder hier sind seine Stärken, hier sind seine Schwächen, ein Profil sozusagen von mir zu erstellen und dann auch gleich zu sagen, welche Möglichkeiten gäbe es denn, wohin sollte ich mich entwickeln und wie kann ich das entsprechend auch machen. Und das Schöne ist, dass hier auch schon Studien beispielsweise von McKinsey zeigen, dass die Firmen hier, insbesondere in den USA, schon sich hier auf den Weg gemacht haben, zu sagen, okay, wir nutzen dieses Potenzial, weil wir dann nicht mehr Beschäftigte in der Personalabteilung brauchen, weil wir auch Führungskräfte entlasten können und weil wir auch Beschäftigte befähigen können, sich selber noch mehr Gedanken über ihre eigenen Entwicklungspfade zu machen. Wir können heute künstliche Intelligenz auch schon nutzen, um Lerninhalte zu produzieren, Schulungsvideos beispielsweise, Skripte bis hin zu der Überlegung, wie sollte denn ein Workshop aufgebaut sein? Also alles Arbeiten, die heutzutage ein Personaler macht, die eine Führungskraft macht, die irgendein engagierter Mitarbeiter, eine engagierte Mitarbeiterin macht, können wir heute schon an die KI abgeben. Das kann niedrigschwellig anfangen bei einem Design, also was genau soll gemacht werden, was sollen die Inhalte sein. Das geht aber schon so weit auch heute schon mit entsprechenden Softwarelösungen, dass eine KI schon ganze Schulungsvideos oder Schulungsreihen erstellen kann. Die Frage ist natürlich, sind die qualitativ jetzt auch so hochwertig, dass man sie dann direkt nutzen möchte? Da würde ich ein Fragezeichen dran machen, je nach Anbieter. Aber das sind auch schon heute Möglichkeiten, die auch noch weiter ausgebaut werden, natürlich. Und wir haben auch heute schon die Möglichkeit, Lerninhalte zu automatisieren und anzupassen. Das heißt beispielsweise Beschäftigte, die sagen, okay, eine KI hat mir jetzt geholfen, schon herauszufinden, wo für mich die Entwicklungsreise hingeht. Ein weiterer KI-Baustein hat mir jetzt schon einen Lerninhalt produziert, der auf mich angepasst ist. Und dieser Lerninhalt, der wird jetzt hier noch auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Das heißt, komme ich schneller voran in meiner Entwicklung, schmeißt mir die KI andere Lerninhalte raus, die mich beispielsweise bei Präsentationstraining unterstützen. Wenn die KI merkt, okay, meine Präsentationsfähigkeiten, die sind noch nicht so weit gekommen, wie sie theoretisch hätten sein können, passt die KI je nach Softwarelösung auch heute schon meinen Lerninhalt automatisch an. Beispielsweise, indem ich von der Kamera von einem PC über die Kamera gescannt werde, meine Mimik, meine Gestik, meine Körperhaltung, mein Sprachtempo, meine Betonung, der Inhalt meiner Präsentation, die Visualisierung meiner Präsentation, all das kann heute schon je nach Softwarelösung oder KI-Lösung von einer KI analysiert werden, um dann für mich automatisiert neue Lerninhalte
bereitzustellen. Wir haben heute auch schon Coaching-Lösungen. Also auch das Thema KI im Bereich Coaching und Mentoring ist schon aktuell. Das ist keine Zukunftsmusik mehr. Es gibt heute schon bereits Unternehmen, die hier entsprechende Angebote haben und sagen, ich bin auf dem Markt, ihr müsst nicht mehr einen Menschen engagieren, ihr könnt hier Kosten sparen, ihr könnt hier Zeit sparen. Ich habe einen KI-Bot, der euch dabei unterstützt im Rahmen von Coaching-Prozessen. Ehrlicherweise sind die noch nicht so gut wie die Menschen, je nach Studienlage, aber ich will damit aufzeigen, es gibt sie heute schon. Wir reden hier nicht von der fernen Zukunft, sondern wir reden wirklich von der Gegenwart. Was sind denn so die Skills, auf die es in der Zukunft überhaupt ankommt? Wenn wir jetzt merken, dass sich Berufsbilder weiter verändern, dass es manche Berufe vielleicht in den nächsten 5, 6, 7 Jahren gar nicht mehr geben wird und dass diejenigen, die es noch geben wird, sich weiterentwickelt haben, was ist es, worauf es in der Zukunft ankommt? Und da gibt es auch schöne Studienlagen, beispielsweise vom World Economic Forum, die alle 3 bis 5 Jahre tatsächlich die Welt auf dem Arbeitsmarkt anschauen und prognostizieren, wie wird die Zukunft, also die nahe Zukunft aussehen. Und sie liegen damit in der Regel auch immer ziemlich genau richtig. Und die haben einfach jetzt in ihrer letzten Studie 2023 veröffentlicht, prognostiziert, dass über ein Drittel der Skills, die heute an uns gestellt werden, auf unseren heutigen Stellen in den nächsten 5, 6 Jahren bereits irrelevant sein werden, beziehungsweise ersetzt werden durch andere Anforderungen. Das heißt, ich kann meine eigene Stelle nehmen und davon ausgehen, ein Drittel dessen, was heute als Anforderung an mich gestellt wird, von den Kompetenzen, wird sich verändert haben. Und dann kann ich mir überlegen, springe ich auf diesen Zug der Veränderung auf oder bleibe ich eben hinten dran? Was sind das so? Auf Platz 1 das Thema analytisches Denken. Ich kombiniere es mal mit Platz 2 kreatives Denken. Ja, natürlich auch gerade die Frage, wie nutze ich denn künstliche Intelligenz als Arbeitnehmer in meinem Arbeitsalltag? Was kann ich von einer künstlichen Intelligenz zukünftig erledigen lassen? Aber wie kann ich das Ganze auch kritisch hinterfragen? Wie kann ich beispielsweise mit künstlicher Intelligenz so kommunizieren, dass am Ende des Tages das herauskommt, was ich für meine jeweilige Arbeitsaufgabe auch brauche? Und nehmen wir es mal so einem Beispiel, Recruiter. Na, das, Sie alle kennen Recruiter, da hatten Sie mindestens einmal in Ihrem Leben Erfahrung damit. Das Bild des Recruiters wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren verändern. Hin zu, na, künstliche Intelligenz macht schon Vorschläge, über welche Kanäle ausgeschrieben wird und wie die Stellenausschreibung aussieht. Das heißt, der Recruiter wird wahrscheinlich in der Zukunft mehr Wert darauf legen, auf zwischenmenschliche Faktoren, Kommunikation mit dem Bewerber oder der Bewerberin, die Gestaltung des Auswahlverfahrens etc. Dafür braucht es in der Zukunft schlichtweg andere Skills. Resilienz, Flexibilität und Agilität. Die Arbeitswelt, die ändert sich so dynamisch und Sie haben das alle schon mitbekommen. Drehen Sie mal die Uhr 10 Jahre zurück und überlegen Sie sich, wie es damals war, na, und jetzt einfach, wie es heute war. Ich habe eine gute Freundin im Marketingbereich, die hat Mediengestalterin mal gelernt, das immer wieder bei dem Beispiel von vorhin, vor tatsächlich 14 Jahren. Und sie hat gesagt, dieser Beruf, also das, was ich damals gelernt habe, das gibt es teilweise heute nicht mehr. Ich habe damals Aufgaben gelernt. Die gibt es heute nicht mehr. Ich in meiner eigenen Ausbildung im öffentlichen Dienst habe auch Aufgaben damals gelernt, die es heute nicht mehr gibt. Ich muss mich also anpassen. Ich muss mich aber auch darauf einstellen, dass die Dynamik dieser Arbeitswelt immer rasanter wird und ich hier auch achten muss, dass ich einfach gesund bleibe am Ende des Tages. Motivation und Selbstwahrnehmung, ne? Also die Frage auch, was kann ich gut, was kann ich nicht gut? Wo kann mich KI unterstützen? Wo kann KI andere unterstützen? Die Frage, bin ich mir meine eigenen Stärken und Schwächen so rundum gut bewusst? Und schlussendlich auch das Platz 5 dieser Analyse vom World Economic Forum, das Thema lebenslanges Lernen, aber auch Mut zu haben und entschlossen zu sein, zu sagen, ich probiere Dinge aus, ich lasse mich auf diese neue Arbeitswelt ein und schaue mal, was sie am Ende des Tages auch so für mich bringt. Welche Chancen und R Herausforderungen, ich will es gar nicht mal Risiken nennen, sondern ich will es wirklich Herausforderungen nennen, birgt denn das Thema KI in der Personalentwicklung jetzt nun ganz konkret? Fangen wir mal an mit den Chancen. Der Pfeil hier ist zu früh reingesprungen, der soll später kommen, aber mach es trotzdem. Zum einen Personalisierung des Lernens. Ja, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, heute auf irgendein Kommunikationsseminar zu gehen, bei dem am Ende des Tages 70% gepasst haben, 30% nicht. Außerdem lag es an einem Tag, wo ich nicht konnte und da musste ich vieles umorganisieren. Wir haben heute schon die Möglichkeit, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin genau dort abzuholen, wo sie heute steht. Und das Lernen so individuell zu gestalten, dass wir auf jedes einzelne Bedürfnisparameter, Fragment, bestmöglich eingehen können. Punkt 2, wir steigern natürlich unglaublich die Effizienz. Ne? Also wir können zum Beispiel in der Personalabteilung Ressourcen sparen. Ich will nicht sagen rausschmeißen, vorsichtig, sondern Ressourcen sparen.
weil es mir als Mensch gar nicht möglich wäre, alle Beschäftigten zu beraten, für jeden einen einzelnen Entwicklungspfad aufzuzeigen, für jeden eine Stärken-Schwächen-Analyse zu machen. Ja? Das kann künstliche Intelligenz mir jetzt heute schon abnehmen. Ja? Sie kann jederzeit mit allen Beschäftigten gleichzeitig kommunizieren und auch entsprechende Lösungen schon vorproduzieren. Dadurch ergibt sich natürlich auch eine Kostenersparnis, je nachdem, mit was für Lösungen man zusammenarbeitet. Und das darf man auch nicht vergessen, so ein KI-System ist ja auch nicht nur für mich selber da, beziehungsweise für mein eigenes Unternehmen, sondern es ist ja ein KI-System, hinter dem eine Vernetzung von unglaublich vielen Unternehmen stehen. Und eine KI lernt ja auch permanent dazu. Das heißt, Problemlagen, die sich bei anderen ergeben und für die schon bei anderen Lösungen entwickelt werden, speist die KI dann automatisch möglicherweise auch in mein eigenes Unternehmen mit ein. Das heißt, ich muss nicht mehr nur mich darauf verlassen, dass eine Lösung für mich selber erarbeitet wird, sondern ich kann mich auch ein Stück weit darauf verlassen, dass Lösungen von anderen bereits von der KI umgesetzt wurden, um sie bei mir schon zu etablieren, bevor Probleme bei mir im eigenen Unternehmen vielleicht sogar schon von vornherein entstehen. Und ich will auch die mutige These in den Raum stellen, dass ich glaube, dass darin auch schlichtweg eine Zukunftsfähigkeit liegt. Ne? Unternehmen, die nicht investieren in ihre Beschäftigten, Beschäftigte, die dann automatisch irgendwo dem Arbeitsmarkt hinterherbleiben, nicht mehr die Skills haben, wie wir vorhin schon erlebt haben, die es in der Zukunft braucht, die werden dazu beitragen, einfach, dass sich das Unternehmen nicht weiterentwickeln kann. Das heißt, ich würde sogar sagen, nicht nur die Nutzung von künstlicher Intelligenz, sondern ganz grundsätzlich der Ausbau der Personalentwicklung könnte möglicherweise auch ein Überlebensfaktor schlichtweg für Unternehmen und auch durchaus für Behörden sein. Eine These von mir, die kann man widerlegen, aber das Schöne ist ja, in 5, 6, 7 Jahren können wir uns nochmal zusammensetzen und überlegen, wie sieht denn dann der Arbeitsmarkt aus? Welches Unternehmen hat noch Bestand, welches nicht und welches Unternehmen hat schlichtweg in Beschäftigte investiert und hier Personalentwicklungsmöglichkeiten angeboten? Was sind die Herausforderungen? Na, zum einen auch einen Plan zu haben, also nicht loszulegen, mal jetzt Meister Google zu bedienen und zu fragen, welche Unternehmen gibt es, die KI-Lösungen anbieten und mich hier unterstützen können, sondern wirklich zu wissen, wohin muss ich meine Beschäftigten oder mein Unternehmen, meine Organisation, meine Behörde in der Zukunft entwickeln und welche Lösungen sind dafür geeignet und welche aber auch irgendwie nicht. Datenethik und Datenschutz, ein riesiges Thema. Ne? Also gerade die Frage beispielsweise, wo liegen die Server, was ist das jetzt für ein KI-Tool, auf welche Mitarbeiterdaten darf es zugreifen, darf es nicht zugreifen, ist das überhaupt alles ethisch korrekt, wenn da jetzt plötzlich ein KI-Algorithmus entscheidet, welche Schulung oder welche Maßnahme für mich geeignet ist oder nicht geeignet ist. Das muss ich auch im Unternehmen schlichtweg fragen. Telekom ist da aus meiner Sicht ein guter Vorreiter, die für sich eine eigene KI-Governance-Richtlinie erlassen haben, um zu sagen, wir nutzen KI auch im Personalmanagement und wir sagen für uns selber, da sollen folgende Rahmenbedingungen gelten, nachdem wir ethisch korrekt in unserem Sinne KI auch wirklich nutzen. Natürlich kann so ein Algorithmus auch mal Vorurteile verstärken. Ich will es jetzt ein bisschen extrem zeichnen. Ne? Sie haben beispielsweise einen Hauptschulabschluss, Sie kommen aus sozial schwächeren Verhältnissen. Ne? Und ist da jetzt die Gefahr da, dass ein Algorithmus auf Basis dieser Daten sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mal irgendwo in die Management-Ebene aufsteigen, ist vielleicht datenbasiert eher gering. Das kann passieren. Ne? Man kann es natürlich auch gegenprogrammieren, aber es ist einfach es ist eine Herausforderung. Vorsicht, es ist kein Risiko, es ist keine Schwäche, es ist eine Herausforderung, KI-Systeme so zu nutzen, dass Vorurteile nicht verstärkt werden und dass wir auch durchaus mal die Datenmenge durchbrechen können. Überwachung versus Vertrauen, ne? So ein Algorithmus, so eine künstliche Intelligenz, die schnappt sich permanent Daten irgendwo heraus und kontrolliert natürlich auch die Effizienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft. Will man das auch vor einem ethischen Standard, oder möchte man das nicht? Schränkt man den Zugriff von künstlicher Intelligenz und die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Personalentwicklung ein? Oder sagt man, go for it, ich lasse mich davon leiten, was die KI mir sagt, beispielsweise im Recruiting. Ich schaue mir gar nicht mehr die Bewerbungen im Vorfeld an, sondern ich lasse die KI entscheiden, wer zu einem Vorstellungsgespräch zugelassen wird oder nicht. Solche Lösungen gibt es in den USA schon bei den großen Konzernen durchaus, ich will jetzt nicht sagen gang und gäbe, aber schon im Einsatz. Will ich das oder will ich das nicht? Und schlussendlich die Frage, wie weit ist denn eigentlich das Angebot auf dem Markt? Na, ich glaube, dass wir hier in Deutschland ein kleines bisschen hinterherhängen, beispielsweise gegenüber Großbritannien, USA und China. Aber das Problem oder diese Herausforderung wird sich zeitnah von alleine lösen, weil ich glaube, dass sich die Welt so schnell verändert, dass Probleme, die wir heute haben, für die es vielleicht noch keine KI-Lösung gibt, nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr schon auch mit einem Angebot versehen werden, wo wir sagen, ja, das passt, das ist gut, das macht es.
Und das bringt mich zu meinem Abschlussstatement. Ich will Sie ermutigen, jetzt nicht zu sagen, okay, ich nutze jetzt mal KI hier, ich nutze mal KI da, ich nutze mal das was, sondern da stecken echt eine ganze Menge Potenziale dahinter. Und es fängt immer damit an, bei der Frage, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist unser Plan und was gibt es hier für verschiedene Lösungen? Und wenn ich nur ein Potenzialfragment nutze und die anderen aber links liegen lasse, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht so weit kommen, wie wenn ich alle Potenziale von einer KI oder auch von einer Nutzung der KI in der Personalentwicklung ausschöpfe. Und deswegen mein Abschlussstatement. Gehen Sie den Plan, den Sie entwickeln, ganzheitlich an und lösen Sie Ihre Herausforderungen ganzheitlich. Und dann wird KI oder die Nutzung von KI für Sie möglicherweise auch am allermeisten Sinn ergeben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 6 Minuten habe ich extra noch versucht herauszuholen, dass wir auch ein bisschen sprechen können. Sehr, sehr gut. Prima. Ja, erstmal ein riesen Dankeschön an dich, lieber Andy. Du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und vor allen Dingen, was mir gut gefallen hat, dass du auch die, wie du es gesagt hast, Herausforderungen und nicht die Risiken auch betont hast. Und ich glaube, hier steht ein riesen Monument im Raum, ein rosa Elefant, der auf jeden Fall diskutiert werden muss. Meine Frage an der Stelle, und da würde ich gerne auch die Zuhörer mal bitten, entweder im Chat, ihre Meinung zu schreiben oder halt auch vielleicht ihre persönlichen Erfahrungen. Ich habe von einem Mitglied hier, Lycho Dannenberg, die im Silicon Valley Europe auch sich sozusagen der Community angeschlossen haben, schon auch gehört, dass es dort, ich will mal sagen, schwierig ist, innerhalb der Belegschaft Projekte umzusetzen, wenn ein Label dran steht, KI. Wenn da dran steht, wir machen einfach eine neue Softwarelösung und das ist ein Algorithmus, okay, ist ja klar. Dann ist es wesentlich einfacher. Vielleicht erstmal die Frage an dich. Kennst du sowas? Wie ist sozusagen der erste Aufschlag, wenn es um die Themenbereiche KI geht? Und wie reagiert ihr darauf? Absolut, das ist, glaube ich, gang und gäbe in jeder Organisation, die über irgendeine KI-Lösung nachdenkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Sorgen und Ängste von Beschäftigten aufzunehmen und nicht einfach darüber hinwegzugehen und zu sagen, ach, leb damit, die Welt verändert sich, verändert dich mit oder wir fallen hinten runter, sondern wirklich auch zu zeigen, welche Vorteile darin liegen und warum man das macht und welche Veränderungen man sich dadurch wünscht. Beispielsweise diskutieren wir gerade, dass wir eine KI-Lösung einführen zur Dokumentation, Protokollierung und Aufgabenverteilung von Meetings, insbesondere wenn sich jetzt Politiker treffen. Ne? Da sitzt jetzt immer ein Mensch, der protokolliert das alles, kann aber auch eine KI machen, die einfach zuhört, das Meeting zusammenfasst und dann ganz genau sagt, die Jasmin hat jetzt folgenden To-Do, der Michael hat diesen To-Do, ich habe diesen To-Do. Das aber erstmal einzuführen, obwohl man vielleicht sofort die Vorteile sieht, ist eine riesen Herausforderung, weil es dann losgeht, wie, was, da werden meine Daten irgendwo aufgezeichnet. Jedes Wort, was ich sage, wird irgendwo protokolliert oder in einer Cloud gespeichert. Und das kann ich verstehen. Und ich glaube, und das ist auch meine Empfehlung, nehmt das alle ernst, macht Workshops, zeigt den Menschen, wohin die Reise gehen soll und warum man das machen möchte und bindet die Beschäftigten in diesen Veränderungsprozess ein. Anders wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Also, da habe ich eine Folgefrage. Gerne, wie gesagt, ich kann die Zuschauer nur bitten, auch ihre Fragen zu stellen. Ich finde das Thema super spannend. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man die Mitarbeiter mitnimmt, dass man sozusagen wirklich, wie du sagst, die Reise beschreibt, um dann einen entsprechenden, ja, Zielpunkt auch definiert. Mal gerade was trinken. Jetzt haben wir hier einen Beitrag, den ich gerne kurz vorlese. Ich habe letzte Woche eine Umfrage innerhalb meiner Verwaltung bezüglich der Einführung von KI-Tools gestartet. Die Resonanz war insgesamt fast durchgehend sehr positiv. Vielen Super. Dank erstmal für diesen Beitrag. Die Frage stellt sich natürlich, wie man so eine Umfrage startet, oder das können Sie gerne auch nochmal in den Chat reinschreiben, wenn Sie möchten. Aber ist auf jeden Fall ein guter Impuls, denn ich glaube, das Mitnehmen von den Beschäftigten ist ein Schlüsselfaktor. Andy, vielleicht nochmal an der Stelle eine Frage an dich. Wenn ein Projekt in dieser Größenordnung, eine KI-Einführung für Personal und Personalentwicklung, das ist ja sozusagen auch eine Wurzel, wo viele Leute mit in Verbindung kommen und auch ihre persönlichen Entwicklungsschritte vielleicht gestaltet sehen wollen oder auch wo die gestaltet werden. Auf welche Resonanz stößt du und wie ist so wie das Feedback aus der, ja, tatsächlich aus der Stadt Solingen?
Also meine übliche Erfahrung lässt sich ziemlich gut dritteln. Es gibt so ein Drittel der Menschheit oder mit der ich in Berührung komme, die sagen, boah, cool, ne? Und also die sind da sehr euphorisch und sagen, boah, also ich kann es kaum erwarten, ne? Und das sind auch insbesondere die, die sagen, ich bin zu Hause im privaten Umfeld deutlich digitaler als auf der Arbeit, ne? Also das sind so ein Drittel, die sagen, yeah. Ein Drittel, die sagen, nee, ne, also die sind also wirklich nicht so euphorisch dafür und sagen, na, Veränderung irgendwie so in die Richtung und haben da durchaus auch ernstzunehmende Bedenken. Das ist ja nicht lächerlich, was diese Menschen denken, sondern sie haben wirklich ernstzunehmende Sorgen, die ich auch teilweise verstehen kann, die man aber aufräumen kann. Und dann gibt es so ein gutes Drittel in der Mitte, die sind da sehr beweglich. Also sind weder richtig dafür noch richtig dagegen, sondern haben sich noch nie so richtig mit der Thematik auseinandergesetzt, haben hier und da ein bisschen was in den Medien mitbekommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auf alle drei einzugehen. Also sowohl die Euphorie beizubehalten, aber nicht ins Unermessliche laufen zu lassen, Stichwort Erwartungsmanagement, als auch die Sorgen aufnehmen und ernst nehmen und zeigen, ne, wie eine Veränderung gut gelingen kann. Und vor allen Dingen dieses Drittel in der Mitte, zu begeistern und zu sagen, na, lasst uns doch mal in den Dialog gehen, dass ihr euch eine abschließende Meinung bilden könnt. Wunderbar. Ja, und in den Dialog gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Schlüssel und auch sozusagen die Steilvorlage für mich, mich bei dir, lieber Andy, zu bedanken für diesen wirklich sehr, sehr guten Vortrag, der das sehr gut fokussiert auf den Punkt gebracht hat. Herzlichen Dank dafür. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Bleibe uns verbunden. Herzliche Grüße nach Solingen und viel Erfolg und viel Glück vor allen Dingen auch bei der weiteren Entwicklung der Personalentwicklung mit KI und auch ohne wahrscheinlich. Dankeschön und allen hier noch eine schöne weitere Veranstaltung. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr Bis gut. dann. Prima. Danke dir, Andi. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, an dieser Stelle,